Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Ja, ich war ja eine ziemliche Pleite nochmal hier beim letzten Mal. Ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch anders sieht, aber ich glaube, der Überfall, den Dutch da organisiert hat, mit seinem ach so geilen Tralala, das war nix. Also, eigentlich war es sogar fast noch weniger als nichts. Das war überhaupt nichts. So, die Frage ist jetzt, gucken wir nochmal zu dem Füchschen hin und ich glaube, ja, das machen wir jetzt, oder? Gucken wir nochmal, ob wir den Fuchs finden. Fangen wir vielleicht was Legendäres, da können wir da vielleicht ein bisschen was draus machen. Muff oder so. Den können wir in Australien mit Sicherheit gut gebrauchen. Ja, irgendwie wäre ich die Befürchtung nicht los, das klappt auch nicht. Irgendwie klappt zurzeit gar nichts. So, Wildschweine brauchen wir keine mehr. Die. Yeah, Speicherplatz, genau. Autosave-Stand überschreiben. Ich nur ein kleiner Schwarzer. Sie ihn da hinten zwischen den Bäumen. Das Pferd ist ja noch feiger wie alles andere. Ja, und er ist weg. So, nicht, dass uns hier wieder irgendwo irgendwer hier am Wegesrand rumhängt und... Ja. Nicht wirklich, oder? Echt jetzt? Ich sollte dich eigentlich erschießen. Ja, ja, schon wieder. Ich soll dir einblasen. Das war der falsche Knopf, ich wollte ihm Medizin geben. Never again. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Dreimal. I best be getting back to town. Gonna eat a stiff one tonight. That's it. You ain't getting another out. Yeah. Ui, Flamingos. Immer das Pferd schön loben. Erstens, weil dann Ausdauer wieder aufgebaut wird. Zweitens, ich muss ja zu diesem Pferd noch eine Bindung aufbauen. Wir sind hier gerade mal ganz am Anfang. Das Pferd haben wir uns erst beim letzten Mal gekauft. Okay. Na gut, wenn nicht so, dann anders. Ich meine, die Alternative wäre jetzt mit dem Pärchen spazieren zu gehen. Dort das Pferd. Warum? Ein einsames totes Pferd. Schauen wir doch mal da, wo wir die letzte Fuchskacke gefunden haben. Ich finde aber keine weiteren Hinweise, habe ich das Gefühl.
So, ich folge dieser unbekannten Tierpferde. In der Hoffnung, dass sie jetzt zu unserem Fuchs führt. Der muss ja hier irgendwo sein. Der hat aber eher zu einem Hasen geführt, okay. Moment, ich tausche mal. Das Repetiergewehr gegens Vermont. So. Weil da war ja auch ein Hase gesessen. Der sitzt immer noch, aber jetzt da unten. So, was ist das da vorne? Ein Truthuhn. Ja. Bullseye. Ach du Kacke. Bist du? Pappnase, da unten. Tja, ja, ist alles vorbei. Naja gut, dann können wir wieder plündern irgendwie. Der Fuchs mag uns nicht, dafür aber die Kopfgeldjäger. Kann ja wohl nicht sein, dass wir hier nur Kopfgeldjagden machen. Also gejagt werden. So, dann will ich auch wieder zu meinem Hasen. Ich habe noch nicht einmal geschaut, was der für eine Qualität hatte, der Hase, den ich erschossen habe. Aber ich erschieße kein Tier, nur um es zu erschießen, sondern für Beuten. Ach ja. Der Fuchs muss hier ja wohl irgendwo sein. Wenn er jetzt natürlich aufgrund des Geballers nicht sonst wohin gelaufen ist. Wasser läuft was, das könnte oder schwimmt, das könnte ein Fuchs sein. Du bist kein Fuchs. Und du hast die beschissene Qualität, also. Was ist das? Das ist gar nichts. So,
das ist mal ein Fuchs. Der ist ja irgendwo blöd steht. Der schaut zwar nicht sonderlich legendär aus, aber... Oder nur ein Silberfuchs. Das ist noch irgendein altes Schwein, was da rum da. Wo ist mein Fuchs? Ja. Dass die noch nicht vergammelt sind, die Schweine, das sind die Schweine, die wir da vor 100 Jahren mal erschossen haben. Ach nö, nicht schon wieder, Kinders. Fährte von einem unbekannten Tier, das ist irgendwas klitzekleines, okay. So, ich ignoriere die jetzt erstmal. Werte unbekanntes Tier, das hockt eigentlich da direkt vor mir im Dings drin. Wie weit sind denn die noch weg, die Penners? Ach, das sind ja auch nur drei. So, was ist das da drüben im Gebüsch? Ein Silberdachs der Stufe 3. Also Qualität 3. Der ist auf jeden Fall was wert. So. So, wo kommen sie jetzt angescheißert? Ja, wo ist der letzte Vogel? So, da. Mein Dachs, bitte. Ein Dachsfell, Qualität Stufe 3. Genau, dafür habe ich das Wurm mit eingepackt. Aber ich suche immer noch nach meinem Fuchs. Finde Kopfgeldhampel. Gibt jetzt natürlich eine Menge Zeugs an Gelumpe, das wir unter Umständen spenden könnten. Irgendwo irgendwelche Tierfährten oder sind jetzt alle Tiere weg? So.
Sind wir so ein bisschen auf der Jagd? Ich bin mir ja nicht sicher. Was das bringt oder ob das was bringt. Das wäre ein Eichhörnchen, das bräuchte mein Kleintier Pfeil. Rothörnchen. Sind wieder Schweine, oder? Oder Bambis oder sowas. Aber keine Füchse. Schon gleich gar keine legendären. Da drüben sind Hasen. Das sind alles Hasen, die da weglaufen. Ja gut, das sind natürlich Rehe. So, das andere Reh, was da hinter dem Baumstamm ist, jetzt auch weggelaufen. Da drüben steht noch eins. Zwei Sterne, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Außerdem bräuchte ich eigentlich eher Gabelböcke. Ja, das ist eine von unseren toten Leichen, die wir da erschossen haben. Okay. Vielleicht habe ich auch irgendeinen Hinweis noch nicht gefunden, dass der Fuchs noch gar nicht kommt. So, da liegt auch irgendwas. Oder ist auf jeden Fall was. Scheint auch was Totes zu sein, okay. Das sind wieder Truthühner. Das ist auch was Totes. Tote Pferde. Warum liegen hier so viele tote Pferde rum? Habe ich doch gar nicht erschossen. Ich will diesen Fuchs haben. Legendärer Scheißer. Stern Hirsch. Das ist sein Gebiet hier, der muss hier irgendwo sein. Eine 3 Sterne Wildsau. Kaum erschieße ich irgendwas, kommen sie wieder angescheißert. Das ist echt unglaublich. Kannst hier nichts machen, ohne dass dir die Kopfgeldjäger auf den Piss gehen. Also, außer Kopfgeld zu bezahlen, was ich nicht tun werde. Aber mittlerweile ist das so ein, ja, eigentlich fast schon ein ganzer Friedhof.
So, der erste Hinweis war hier. Ja, gut, den Hinweis gibt es jetzt natürlich definitiv überhaupt nicht. Der Fuchs wird auch nicht kommen, solange die Kopfgeldkacker unterwegs sind. Das macht keinen Sinn. So, das macht leider überhaupt keinen Sinn. Ich hätte gerne einen legendären Fuchs erschossen. Aber der Fuchs ist da definitiv anderer Meinung. Ich bin jetzt eigentlich aus dem Suchding wieder raus. Da oben käsen sie jetzt wieder rum. Aber ich bin gerade aktuell nicht gesucht. Na gut. Da kippt das Pferd wieder um. Hase. Hase. Das sind alles keine Fuchsspuren. Du hast ungeöffnete Briefpakete beim Postmeister, jawohl. Das stinkt bereits nach Tod und Verwesung. Es sind ja Tierpferden da. Aber bis jetzt finde ich immer nur Hasen. Also. Oder Rehe. Ein Sterne, den schießt man definitiv nicht. Ne, auch ein zwei Sterne rentiert sich nicht wirklich. Einstern Hirsch und also zwei Einstern Hirsch und ein Zweistern Hirsch. Das sind Enten. Wo ist das dumme Fuchsvieh? So, sorry, aber das musste jetzt sein, einfach weil er was, weil es ein Adler ist. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, sowas habe ich noch nie geschossen. Also, es war auf jeden Fall irgendein Greifvogelviech. Ein Weißkopfseeadler.
Aber leider keine 3 Sterne dafür. Und scheinbar haben wir schon mal eingeschossen, okay. Das tauchen nicht sofort wieder instant neue Kopfgeldhampel auf. Dass der Fuchs nicht da ist. Ich schieße jetzt hier noch eine Ente. Und dann lassen wir den Fuchs einfach Fuchs sein. Und gehen zu Dutch. Und das war... Selbst das Vermin war dem armen Tierchen zu viel. Naja, gut. Aber es war unsere erste Stockente. Also von dem her... Ich werde hier wahrscheinlich noch öfters herkommen. Das lässt mir keine Ruhe mit dem... Du warst nicht legendär, du warst doch nur ein Kojote, okay. Kein Fuchs. Der Fuchs hat hier auch übermäßiges Nahrungsmittelangebot mittlerweile. Ah ja. Wir haben hier eine Fährte. Okay. Looks away off. So, soweit sind wir ihm ja schon mal gefolgt. So, mehr oder weniger bis hierher und dann verlief sie sich. So, irgendwo hier rein. Ich sehe aber auch keinen weiteren Hinweis zum Analysieren hier. Und ich sehe auch keinen Fuchs oder fuchsähnliches Tier oder sonst irgendwas.
Oder irgendwelche anderen Hinweise, nur Tote. Totes Pferd hier. Das tote Pferd ist aber kein Hinweis, oder? Die stinken und verwesen hier alle schon. Moment, da leuchtet was. Das ist der Hinweis, der mir noch gefehlt hat. Not far now. So, da ist wieder eine Fährte, der wir folgen können. Wie bitte? War, oder? Du hast ein legendäres Tier erlegt. Habe ich überhaupt nicht. Ich habe es nur gesucht. Wahrscheinlich ist es, während ich gesucht habe, ist es vermutlich verhungert. Kompendium aktualisiert. Legendärer Fuchs. Bah. Oder er ist jetzt am Herzinfarkt gestorben, weil die dämlichen Kopfgeldjäger wieder mal gekommen sind. Irgendwie stirbt hier alles und jeder. Da drüber liegt doch auch noch ein Tier, was wir häuten können, oder täuscht mich das? Nö, haben wir, da liegen zwei Tiere auf einem Haufen. So, okay. Gut, das heißt, das nächste Ziel wäre eigentlich der Trapper, um zu schauen, was wir aus dem Fuchs machen können. Ich höre Tripp, 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 der, nein, Trapper. Trapp, Trapp, Trapp war's. So, und wo ist er? Trapper, da. Natürlich in der anderen Richtung. Tja. Und wenn ihr aber sehen wollt, was man aus dem Fuchsfell machen kann, und ob ich es schaffe, an den Kopfgeldjägern vorbeizukommen, ohne dass das Ganze wieder in eine Massaker ausartet, dann schaltet doch bitte auch beim nächsten Mal ein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.